das in der Schule Spaß. Also wenn es ganz schön ist, dann kriege ich eine Gänsehaut. Manchmal tief, manchmal hoch, manchmal laut, manchmal leise. Luftschwingungen? Dann kommt es so langsam in meine Arme, dann fange ich an zu tanzen. Bim, 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 bim. Es wird warm in meinem Herzen. Oder wenn man zu zweit ist, das ist auch ganz schön. Aber in der Gruppe ist es am tollsten. Die Buschkamp-Schule ist eine von mehr als 500 musikalischen Grundschulen in Deutschland. An diesen Schulen gibt es Musik im gesamten Schulalltag. Zu Schulbeginn, in Pausen, im Unterricht und Ganztagsangebot, zu Schulfesten oder in Konferenzen. Alle Kinder können so zu vielen Gelegenheiten Musik aktiv erleben. Musik ist super. Hier in der Buschkamp-Schule machen wir Musik in allen Fächern. Wir singen, wir spielen, wir tanzen. Musik macht Spaß. Musikalische Grundschule heißt für uns, dass wir viel Musik, Bewegung, Rhythmus in vielen verschiedenen Fächern machen. Und man spürt auch an der Atmosphäre, den Kindern, den Erwachsenen, dass wir einen Zusammenhalt haben hier, dass Musik in unser Schulprogramm gehört. Ich spiele Rock'n'Blues Time. An den musikalischen Grundschulen wird musiziert, gesungen, getrommelt, getanzt. Weit über den Musikunterricht hinaus. Es wird durch Singen erfrischt oder mit Klanggeschichten entspannt. Es werden Geschichten vertont, Vokabeln gerappt, Zahlenreihen rhythmisch geübt oder geometrische Formen beim Tanzen erschlossen. Gestartet wurde das Projekt 2005 vom Hessischen Kultusministerium und der Bertelsmann Stiftung. Und 7 Länder setzen mittlerweile das Projekt eigenständig um. In 15 Jahren konnten bisher rund 400.000 Kinder von der musikalischen Grundschule profitieren. Wir haben an unserer Schule unfassbar viele Musikangebote für Kinder, aber auch für uns Kollegen. Wir machen auch viel Musik zusammen, aber das ist alles über die Jahre gewachsen. Das hatten wir nicht von Anfang an, sondern das ist über die Jahre entstanden in einem langen Prozess. Musik hat ein großes Potenzial, weil man einfach viele Kinder mitnehmen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch Kinder, die gar kein Deutsch sprechen und die können trotzdem mitmachen. 94% der Lehrkräfte der musikalischen Grundschule sind überzeugt, dass sich Musik positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. Und 3 von 4 Lehrkräften setzen gern Musik im eigenen Unterricht ein. Also auch wenn ich keinen Musikunterricht gebe, ist Musik trotzdem immer einfach eine tolle Auflockerung im Fachunterricht, sowohl in Mathe als auch in Englisch und bringt nochmal so eine Frische rein, bringt die Kinder in Bewegung und macht Spaß. Damit geht es einfach besser. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder viel schneller miteinander in Kontakt kommen und viel kooperativer dadurch werden und ein besseres Sozialverhalten haben, weil sie durch das musikalische Tun aufeinander Acht geben müssen, aufeinander hören und kooperieren einfach. Das bestätigt auch eine Befragung der Lehrkräfte nach 2 Projektjahren. Über 90% der Lehrkräfte erleben, dass Musik das Schulklima und die Beziehungen zwischen allen verbessert. Auch der Zusammenhalt und die Kooperation der Lehrkräfte wird durch Musik verstärkt. Interesse geweckt? Infos zur musikalischen Grundschule gibt es bei der Projektkoordination in Ihrem Land und bei der Bertelsmann Stiftung.